Bei der Gelegenheit auch nochmal herzlich willkommen an alle, die sich das vielleicht nachträglich auf YouTube noch anschauen. Ich nehme heute auf jeden Fall mit auf, weiß nicht, ob ich es dann nachher einfach als Stream online stelle oder ob ich es folgenweise hochlade. Bei dem Folgenweisen hätte es natürlich den Vorteil, dass die Qualität ein bisschen besser ist. Aber schauen wir mal. Also Stream tust du aber gerade nicht. Nee, ich kriege einfach kein Bild rein, egal was ich gerade mache. Ich glaube, dann wird das heute nichts mit dem Aufnehmen. Dann bin Geh doch mal im Spiel auf Fenstermodus. Ja, dafür muss ich erst einen Piraten auswählen, ne? Ja. Ich bin am Überlegen. Also, ich lasse euch mal abstimmen. soll ich den wirklich typischen Klischee, geldgierigen Russen, so sieht er zumindest für mich aus. Soll ich den sexy Latino? Soll ich den besoffenen Hauding? Oder aber sollte ich Grocki wählen? Grocki. Was tut der mir? Okay. Aber eure Konsequenzen. Konsequenzen, Alter. Ja, du meinst auf unsere eigene Verantwortung. Ja, danke. Bitte. Weil das ist Grocki. So, dann komm mal rein jetzt, Jung. Dann kannst du auf Fenstermodus umstellen, dann wird er schon klappen. Ah, ja. Jetzt kann ich jetzt Grafikeinstellungen. Fenster, ja komm. Ich sehe den Rick gar nicht hier. bei der Farbe. Okay. Es geht gleich los. Ja, es ist okay. Nee, das wird nicht. Kein Stress. Egal was ist, er will immer nur den schwarzen Bildschirm. Da muss ich mich mal selber ransetzen. Das ist mir dann jetzt auch zu stressig. Dann chill ich hier einfach und bin einfach mal ein cooler Pirat. Okay. Ja, alles gut. So, ich kann hier nur Schaluppe oder Galone auswählen. Nee, du sollst. Warte mal, ich schick dir nochmal eine Einladung. Ach, muss ich über Xbox machen, ne? Ja, ich schick dir nochmal eine, dann kannst du direkt annehmen. Sumo Nilpferd, das könntest auch du sein. Leider nein. Sag mal, ist einer von euch Electrical Skateboard auf Twitch? Nee. Also ich nicht, sorry. Sorry. Ich bin enttäuschen. Dann herzlich willkommen Electrical Skateboard, der schon relativ häufig hier war, was ich ziemlich cool finde. So, können wir. Jo, fortfahren, da bin ich. Wegen mir kannst du das gerne, ja? Jo, es geht los. Ho. Was muss ich machen? Ihr Landratten. Gar nichts musst du machen. Oh, geil, oh. Es geht los. So, voll geil. Hab es auch schon mal geteilt mit unserem neuen Account. Yeah. Da füge ich noch das Bild ein, das wollte ich jetzt noch nicht machen, das machen wir nachher. Und ich wünsche Rare so sehr, dass die erfolgreich sind mit dem Spiel. Weil Rare hat ja eine recht traurige Geschichte hinter sich. Kennt ihr die? Nö, ist klar. Also vielleicht, wenn du das sagst, hab ich es vielleicht schon mal gehört, aber... Also Rare hat ja viele Spieleklassiker gemacht, wie Banjo-Kazooie und noch das andere. Und wurden dann von Microsoft aufgekauft und haben dann nur noch, man munkelt auch, sie durften nur noch, Kinect-Spiele machen. Und die sind ja bekanntlich nicht so gut angekommen in aller Regel. Und da hat man schon gesagt, ja, Rare ist nur noch so die Kinect-Mülltonne für Microsoft. Und deswegen ist es sehr geil, dass mit Sea of Thieves jetzt das erste Spiel wieder rauskommt, wo Rare das macht, wo sie am besten drin sind. Super lockere Unterhaltung. Hallo Sarah, grüß dich! Schmeckchen. Alles klar? Oh yeah. Oh, aber Banjo und Kazooie, oh, das Spiel habe ich geliebt. Ja, das kam ja auch nochmal in so einer Classic Edition Sammlung raus, ne? Das Meer wird umgewälzt. Wie lange wird das denn umgewälzt? Naja, das Meer ist groß. Findet er. Könnte ja auch ein See sein, der echt groß ist und wir alle denken, das ist nur das Meer. Habt ihr beide denn jetzt überhaupt schon mal Sea of Thieves gespielt? Ich nicht, nee. Ich hab gewartet. Ich auch. Noch gar nicht, okay. Ich hab anständig auf den Rick gewartet. Genau, so kann man das natürlich auch nennen. Cookie kommt erst, wenn Rick kommt. Ihr kommt immer zusammen, ne? Wir gehen auch zusammen auf Toilette und kommen mit 4 weiteren Leuten wieder. Was? Die 2 weiteren sind dann braun.
Boah, der war schlecht, Alter. Oh, ja, ich weiß. Also, ja, ich weiß. Also, der war schwach, mein Lieber. Was? Besser. Die Spielersuche von Sea of Thieves ist fehlgeschlagen. Bitte versuche es erneut. Cinnamon Beard. Cinnamon Beard, ich werde dich finden und vernichten. Ich mach einfach nochmal neu. Ich wälze das Meer nochmal um. Alter, warum habe ich mir sowas... Das ist regelrechter Grocki, Alter. Wenn ich mir dieses Bild da ansehe, ne? Ich glaube, dann wird der Rick richtig hart feiern, was er da sieht. Ich bin ja mal gespannt. Oh, jetzt geht's los. Uhuhu. Oh, ich komme mir vor, als wäre ich in der Achterbahn. Voll geil, Alter. Sarah meinst schreit, du, alles da, supi und bei euch? Wenn das auf einmal abfällt und du bist gerade am Hochfahren und denkst, oh, scheiße. So? Ja, Sarah, du kannst auch im live on board auf dem Discord-Kanal von, also auf der Nostromo, live on board, wenn du da schreibst, sehe ich das auch hier. So, wir nehmen direkt das größte Schiff und verprügeln alle. Ja, ja, wir schießen immer Ellen voraus, weil er streamt, ja. Genau, das Ellen ist viel mehr Action. wir wollen dem Publikum, wollen wir was bieten. Genau. Dann sollte ich nicht mitspielen. Doch, du. Wo seid ihr denn? Du bist einfach in der Kanone. Ja, bei mir. Gerade hier. Ja, bei mir. Achso, dann erscheint ihr wahrscheinlich hier gleich in der Kaschemme. Wahrscheinlich. Ja, Server Neustar. Was? Leuchtet, ich kenne nur den grauen Star. Oder den grünen Star. Oh ja, Alter! Grüner Star. Alter, was ist denn hier los? Alter, das dauert so aber. Quer mit dem Gesicht auf dem Tisch. Also, das ist gerade bei mir hier so. Hui, hui, hui. Rick? Er lädt gerade hier. Rick, mach mal Ingame-Chat, nur auf Push-to-Talk. Hatte ich auch gerade. Ja, das ist ja irre. Ich hänge so Kerms am Tisch. Ach komm, warum dauert das denn jetzt bei mir so lange? Jedes andere Spiel geht fix, außer Dead by Daylight. Ja, Sarah, ich kann's sehen. Wow, Alter. Ach du heilige Liebe Mutter Gottes. Ich bin ein bisschen betrunken. Ja, ich auch, aber ich will, Alter, noch mehr. Alter, oh Gott, Alter, der Hans hat mich ja mal wieder richtig rangenommen, Alter. Alter, oh Gott, ist mir schlecht, Alter. Oh, das Messer hole ich mir auch noch. Rick, oh, die Banane. Du alte Socke. Ich muss erstmal den Ingame-Sound runterstellen. Das Alter, Alter. Ich wollte gerade an dem Tisch vorbeigehen und bin einfach mal... Oh, der Cookie. Phoenix, warum spielst du nicht mit? Warum spielst du nicht mit? Ellen, wo sind wir? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Oh Gott. Oh Gott, du hast mich angekotzt. Kotze ich jetzt? Wo ist der Rick? Ich muss den Rick ankotzen. Erstmal, wir saufen, Ellen. Prost. Wo ist der Rick? Alter. Wie kann ich saufen, Alter? Alter. Wie kann ich mich denn betrinken? Du musst auf Q halten, dann F und dann musst du den... Oh Gott, jetzt wird schon dunkel hier. Warte mal. Ich will, dass du den Krug auffüllst. Musik, komm. Ich mach jetzt mal Musik. Und gleichzeitig Cookie ankotzen, komm her. Irgendwann hat er bestimmt. Cookie, mach mal. Ja? Ingame, Push to Talk. Ach, muss ich gerade erst einstellen. Warte mal, Ingame. Oh ja, stimmt, bei mir macht Discord Geräusche, wenn du schreibst. Push to Talk. Oh Gott. Jetzt müsste ich jetzt nur noch wissen, wo Push to Talk ist hier. Ich komm nicht mehr in die Bar rein, Scheiß. Ich kann. Ich kann. Boah, spielst du aber auch schief. Alter. Ich komm nicht mehr in die Bar. Warum kann ich denn bitte schön keinen Krug nehmen? Ach, das ist. Muss der erst auffüllen, vielleicht? Nee, eigentlich müsste es auch. Rick, Alter. Ingame, du eine Banane. Ja, komm, ich gönn mir eine Banane hier, guck mal. Du, ja, du kannst mal meine Banane haben. Muss lernen, ganz dringend. Was ist das für ein Problem? Du hast ein Schwert, was ist bei dir los? Weiß ich auch nicht, ich habe auch eine Knarre. Ich muss gerade mal die, was schreibt denn die Phoenix hier? Hey, ich will auch. Oh, lernen, Schwert. Oh Gott, du Armer. Ich muss gerade mal hier. Sprachvideo, Sprache, wo ist denn hier Benachrichtigung? Blinken, Push-Benachrichtigung, Text zu Sprache, Töne, hier, zack, weg. Okay, jetzt sollte nichts mehr kommen.
Ah, cool. Ja, fette Sache, schau mal ein Schwert. Alter. Mein Kopf ist ja. Alter. Komm her, ich will nochmal. Who's next? Tanja, füll doch mal auf, Alter, der Groggy braucht noch mal ein bisschen. So, wenn ihr euch jetzt genug besoffen habt. Drink up, please. Wollen wir los? Nee, ich kann doch nicht. Ich hab doch gerade erst angefangen. Ich brauch doch noch einen Humpen, Alter. Komm hinter dir her. Ich kann schon nicht mehr stehen. Oh, Scheiße. Hallo, Rick. Alles klar. Halt mich. Oh Gott, halt mich. Komm, wir gehen mal aufs Schiff. Ey, bist du derjenige, der in Geräusch noch irgendwas... Hä? Irgendwie ist alles so komisch an. Ey, Rick, ich kann nicht mehr nach vorne. Rick, ich kann nicht mehr. Wo bin ich? Ich komm die Treppe nicht hoch. Ich komm die Treppe einfach nicht hoch. Was für Treppe? Oh Gott, ich fall gleich ins Wasser, wenn das so weitergeht. Oh Gott. Junge, ich bleib stehen. Junge, wie viel hab ich gesoffen, Alter? Boah, dagegen zu steuern ist so hart einfach. Oh Gott, ich brech hier rum, Alter. Ach du Scheiße. Oh, ich bin im Wasser. Oh fuck. Oh, ich bin auf dem Schiff. Alter, ich hab's aufs Schiff geschafft, Weise. Gott, wo bin ich? Oh, ich hab erstmal in die Kapitänskajüte gekotzt. Erstmal mal Revier markieren. Ja. So, ich schlag mal eine Seefahrt vor. Ich fühl mich am Steuerrad, fühle ich mich sehr wohl. Ganz ehrlich, das ist die erste Challenge, Alter. Dass ich überhaupt aufs Schiff komme, Alter. Oh Gott. Komm, nein. Oh, ich jetzt mal über die Planke auf das Ding hier zu springen. Ich glaube, wir hören dich doppelt hier. Du hast einen Ingame-Sound. Ich höre ihn gar nicht doppelt. Ich höre alles mal ganz normal. Oh, Audio-Einstellung, Push-to-Talk an. Ja, jetzt. Oh Gott. Alter, jetzt ist das Spiel um 100 Millionen. Alter, es ist so leid. Oh Gott, ich ertrinke. Was ist denn los? Ist jetzt besser? Ein Traum. Jetzt hörst du das Spiel nur noch und ich höre nicht mal alles fünfmal. Oh, ich bin da ein bisschen besoffen. Okay, also jetzt ist. Oder du bist einfach nur weit nur weg gerade. Das kann auch sein. Ich hol mir noch mal ein. Kann man auch später beitreten, klaro. Ja, klar. Hey. Wir fangen ja extra früh an, damit wir extra lange können. Also, wir können eigentlich immer lange. Wie du aussiehst, Rick, mein Lieber. Du siehst so aus wie so dieser typische südländische. Der Held, weißt du, der dann irgend so eine Mistress rettet. Aber hey, du hast ja deinen Schnuckel jetzt an deiner Seite, ja, der Groggy. Ich bin jetzt ein guter Egal. Ja, genau, ey. Alter, kann man aufhören, ich will schlafen. Das wird eine Seefahrt hier. Alter, wisst ihr, was ich mal probieren muss? Ich muss mal so lange saufen, bis ich kotze und mich dann schlafen legen. Du willst dich selber einbrechen? So. Ich genau. Wo ist denn hier? Wo geht's denn hier runter? Ich brauch mehr Sauferei. Du musst dann wieder hier über die Planke und dann springen. Ach, hier unten gibt's das Bier? Ja, hier gibt's noch Bock. Ich feuer dich mit dem Hund an. Ist halt immer noch doppelt. Ich weiß nicht, was du hast. Also ich höre echt nichts, mein Lieber. Guck doch mal, ob du nicht die Ingame, die Stimmen irgendwie, Lautstärke der Scrooge für Scrooge hat. Mach das doch mal leise. Alle. Lautstärke für Seemanns die der sowieso erstmal leise. Aber Lautstärke für Scrooge hat ist bei mir ja sowieso, weil ich auf... Rick. Ja. Kannst du mir mal folgen? Warte mal, ich kann du mal auch hoch. Ja, warte, jetzt ist es leichter gesagt als getan, Alter. Oh, das ist aber schön. Ja, bleib mal hier stehen, Ellen. Bleib mal da stehen. Wo ist der Rick? Ich bin hier vor oben. Warte, ich bin so Vater. Wann fängt denn der an zu kotzen? Ja, der fängt gleich an, weil er nicht mehr kann. Keine Sorge. Ja, warte mal, ich muss nochmal nachfüllen. Jetzt! Geil, jetzt sehe ich gar nichts. Versuch mal weiter, komm mal mit, Rick. Scheiße, ich kann mich nicht hinlegen. Komm mal hier mit drauf. So, L. Ich komm einfach die Treppe nicht hoch. Nein. Jetzt haben wir das neue Flaggschiff, kommt Titanic hier. Rick und Grock hier. Ey! Weißt du, ich bin einer zu knallen. Meuterei! Ich bin so ein Ami, wenn ich gesoffen habe, muss ich einfach umspallern. Also man kann sich nicht hinlegen, wenn man gesoffen hat. Oh, wie lustig. Digga, du hast das ganze Schiff schon angekreuzt, das ist widerlich. Ja, dann mach mal sauber. Niemals.
Ah, er so, hat was gefunden. Also, sobald ich es in die Kajüte schaffe. Cool, der hat sogar hier einen Außen. Ah, oh, wie schön. Sehr cool. Ich komme einfach nicht in die Kapitänskajüte rein. Hast du nicht verdient? Jetzt, warte! Ja, Alter! Wenn das Laufen zur Herausforderung wird. Ich mach euch alle platt! Oh Gott. Alan zeigt sein wahres Ich, so redet er auch immer, wenn er besoffen ist. So, ich habe mal einen Auftrag dahin gelegt, da müsst ihr jetzt mal für abstimmen, damit wir den mal annehmen können. Mit F. Okay. Also hier am Tisch. Oh Gott. Wow. Ja, also natürlich, Grocki ist für alles bereit. So, und jetzt könnt ihr unter E, könnt ihr euch die Karte angucken. Also E halten. Kann ich gar nichts. Erstmal muss ich hier mal, ja jetzt. Oh, es gibt mir wieder nichts. Der Auftrag ist es quasi das mit der Kiste. Genau. Anson Spire Outpost. Bis Mitternacht am 4. Karte entdeckt. Jo. Was haben wir denn hier? Warenverzeichnis. Eine weiß gefiedertes Huhn. Die Kisten können von einem beliebigen Händler abgeholt werden. Heißt also, wir können jetzt hier irgendwie schon Kisten mitnehmen? Das hatte ich beim, als ich mit dem Kernel mal gespielt hatte, falsch verstanden. Guck gerade mal. Aha. Okay, wir müssen Hühnchen jagen. Wir müssen Hühner jagen. Das ist ja schon mal okay. Oh, Schiffsanpassungstruhe. Geil, Alter. Ach, dumme. Der ist da vorne. Ach. Ich werde jetzt einfach mal losgefahren. Weißt du, ja, warte mal, warte mal. Rick. Kannst du mir mal gerade helfen? Ich brauch Kisten. Ja, ich will mal gerade gucken, was denn hier überhaupt ist. Alter, sind die Sachen teuer. Nein, nicht der auch noch. Hallo. Hühnerstall erhalten. Geil, Alter. Ich hab einen Hühnerstall. Mhm. Das ist echt gut für dich. Wir nehmen gerade auf, geh ne? Geh noch mal zurück. Geh noch mal an Land, mein Lieber. Das ist halt auch, das ist halt geil, ey. Die Alt-Oma hier macht das für alleine. Schweine. Die alte Mutti lassen wir erstmal arbeiten. So. Hier, wir brauchen hier, die Kisten, Leute. Was sind für Kisten hier? Sag doch mal. Ja, wir sollen doch Hühner sammeln. Jetzt, das ist unser Auftrag. Wo sammeln wir? Wir brauchen das Gefieder, wir müssen die umbringen. Nee. Wo sind die Kisten hier? Wo müsst ihr holen? Die sind bei jedem Händler. Ich habe aber schon zwei geholt, die sollten reichen. Bei jedem Händler? Achso. Wir sollen ja, haben wir überhaupt keine. Oha. Wir haben überhaupt keine Kanonenkugeln hier. Da. Ich will fahren. Klingt mir jetzt schon zu kompliziert. Total lustig. Boah, man hört dich ganz schlecht, Flo. Also entweder machst dein Mikro lauter oder du gehst... Ja, das ist toll, weil wir gerade aufnehmen. Es ist halt auch echt... Das ist cool gemacht, auch so mit dem Fernglas. Das ist schon schön. Ja. So, jetzt muss ich erstmal herausfinden, wie ist denn bitte schön hier dieses wunderschöne... Das ist ganz anders. Vorsegel! Jo, dir auch, ciao, ciao. Vorsegel, Hauptsegel, alles hier, Startklammer. Ja, ich will gern wissen, wie ich das mache. Du musst dann eins der Seile und dann... Geil, ach, da. Jetzt geht's aber ab hier. Darf und dann am besten schon in den Rind. So, in den Rind, Also ein Seil ist immer zum Runterlassen, ein Seil ist zum Ausrichten. Die alte Dame geht einfach jetzt mal auf den Auskug. Jawohl, sag uns mal, wo es hingeht. Okay, ach so, weiter links, definitiv. Ja, wir müssen halt. Wir müssen irgendeine Insel finden mit Hühnern. Geh mal. Schwimm mal nach Südwesten. Südwesten, wir steuern nach Südwesten. Noch voll Spaß. Ihr müsst unten dann auch bei Gelegenheit mal in den Tonnen. Rechts von uns ist ein Sturm, ne? Wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Hallo, ganz kurz mal. Unten sind so Fässer, da sind Kugeln drin. Da solltet ihr euch mal ein paar nehmen, weil falls es zum Gefecht kommt, müsst ihr ja die Kanonen nachladen. Dafür solltet ihr Kugeln. Nee, dafür sollst du nicht rüberschießen. Grocki klärt. Kannst du selbst machen. Also. Ach, ich kann mich selber abwechseln. Ja. Wir fahren jetzt schon Südwesten erstmal. Ist dir ja nicht viel, gell? Muss man ja echt sagen. Man sieht ja hier. Ich wollte auch gerade sagen, würdest du jetzt weiter rechts fahren, haben wir hier dieses gleichen Berg voraus. Nee, jetzt ein bisschen weiter nach rechts wieder. Also ein bisschen weiter nach Westen. Haben wir alle Segel unten? Nee. Ja. Nicht ganz. Ich habe sie nicht alle ganz runter gemacht, okay. Damit du auch noch was siehst. Tut aber nicht. Ja, dafür da vorne ist definitiv eine Insel, die sehe ich.
Aber davor ist ein Berg und ich bin mal gespannt, ob wir die Titanic nachmachen. Ist das nicht schön? Naja. Boah, das sieht aber auch mal richtig Porno aus. Ja. Das sieht, ich hab ein Standbild, ich kann gerade nichts machen. Was soll denn das jetzt hier? Spiel ist mich verarscht. Schön. Wir haben einen blinden Kapitän. Oh shit! Was denn? Ich bin runtergefallen. Ja, du steuerst jetzt im Kreis, glaube ich. Ja, toll, ey. Jetzt spielst du jetzt ab, das Spiel ist nicht besser. Ah, guck, ja, du bist raus. Cookie hat gerade das Steuer übernommen. Okay, du dürftest aber dann gleich. Cookie nach Westen. Direkt nach Westen. Ach. Ich will noch mit. Grab them chicks. Okay, ja, sorry, falsche Richtung. Wir müssen nach links. Nie ohne Seife waschen. Dö. Nee, du musst schon nach rechts. Nach rechts. Dann da. Hab ich doch gesagt, nach Westen. Osten. Kann ich, lädst mich mal zur Party ein, ey? Ja, Osten, oh Gott, wie mach ich denn das? Meine Crew. Du willst da vorne auf die Insel, ne? Ja. Ja, dann sag das einfach, das reicht mir. Rick, du musst mal über die Xbox-App gehen und beitreten. Also die Xbox-App, dann mich aus. Oh, das ist echt Porno, also kann ich nicht anders sagen. Das ist ein richtig geiles Feeling. Ja, das hat ein cooles Feeling, gell? Ja, das geht mir auch so eben. Aber ich will spielen, ich will hier rausfliegen. Jetzt warte doch mal. Ich mach doch schon. Nee, ich weiß nicht, ich kann nur zur Party einladen. Warte doch, ich bin doch schon dabei. Dabei. Das ist natürlich jetzt gefährlich, wisst ihr? Beide sind rausgetappt sozusagen und ich bin der Einzige hier. Und ich weiß nicht, wo wir sind, ich weiß nicht, wie weit wir bei der Insel sind und ob wir gleich crashen werden. Aber okay, warte mal. Gönnen wir uns. Wo ist denn der Rick? Da. Hackbait Cove. Das geht ja schon gut los. Einladung zum Spiel einladen. So. Hast du bekommen? Ja. So, warte mal, Floppy, dann lasse ich gleich den Anker runter. Wenn du mich noch einmal Floppy nennst, ne? Crocky, Alter. Entschuldigung. Nenn mich bei meinem, nicht bei meinem Sklavennamen, nenn mich Crocky. Fahr mal rechts an der Insel vorbei. Okay. Bitte? Ja, ich bin eine alte Dame, ja, das dauert ein bisschen. Du bist nicht nur alt, du bist auch hässlich. So, ja. Jetzt können wir den Anker runterlassen. Oh, ja, wie wär's erstmal die Segel stoppen? Quatsch. Achtung! Ja, geil. Na toll. Was denn? Wo bist du angekommen? Ja, ich muss jetzt ein Schiff auswählen, aber das will ich ja nicht. Wir werden dich schon. Sollen wir dich wieder. Nee, ich weiß nicht, ich kann jetzt gerade. Wo wird eigentlich Haie hier, mein lieber Alan? Also jetzt könnte ich nur Galeone oder Schaluppe auswählen. Mach doch Schaluppe und dann musst du halt irgendwie zu uns kommen. Ich guck gerade mal meine Crew. Nee, du bist noch nicht drinnen. Einfach mal irgendwie reingehen, dann wird das schon. So, da ciao. Vorne ist ein Schwein. Alter. Jetzt war alleine segeln, mal gucken, was passiert. Ich kann dir sagen, wo wir, beziehungsweise Cookie kann dir sagen, wo wir sind, weil er ist auf dem Schiff, ich nicht mehr. Ich habe mich gerade rausgeschossen. Unverschämtheit hier. So, der Erste, der einen ankotzt, wenn man ins Spiel kommt, und der Erste, der vom Schiff ist, ne? Ja, klar. Ach, wie ärgerlich. So. Ich glaube, ich habe Skelette gefunden. Ja. Weißt du, was ich mir gerade vor allem denke? Ich lass dich da einfach auf der Insel verrecken. Ich kann dafür stimmen, dich einsperren zu lassen, ne? Echt? Ja, kein Ding. Ist ja nicht schlimm. Ich kann dich auch mit Bananen bewerfen. Ja, das kann ich auch. Kiste mit feinen Gewürzen aufnehmen. Ich guck gerade, ob der Rick überhaupt mal wiederkommt hier. Der Rick ist jetzt in der Taverne, ja, aber der Rick kann halt echt. Warte mal. Meine Crew? Kannst du, du bist. Mal jetzt. Ja, warte mal, ich lade dich nochmal ein. Das ist interessant, weil jetzt bin ich ja im Spiel drin. Einladung zum Spiel einladen. Okay. Einladung gesendet. Hast du? Ja, jetzt nehme ich es an. Jetzt fragt er mich, ob ich fortfahren möchte. Jetzt könnte es durchaus funktionieren. Wir gucken mal. Vielleicht muss er echt erst ins Spiel rein, ja. Erst ins Spiel, ja. Da bist du. Ja, jetzt zeigt er mich in der Crew wieder an.
Nö. Also ich habe gerade hier jemanden rumlaufen sehen. Das bin ich. Jetzt bin ich mal gespannt, weil es kann höchstens daran sein, weil ich hatte eben noch, bevor wir es gespartet haben, kam noch ein Update für die Grafikkarte. Nicht, dass es aufgrund von Game of Thrones kam. Okay. Also was hatte ich denn letztes Mal schon mal? Aber das werden wir jetzt sehen. Wir schauen. Ja. Hm. Ich schlage mal alles ein hier. Es wäre langweilig, wenn ein Spiel von vornherein perfekt wäre. Richtig. Ja. Hiermit nie. Also du findest auf den Inseln, findet ihr auch immer wieder Kanonenkugeln und Bretter. Alles mitnehmen und hier im Schiff. Yeah. Ist er da? Sehr gut. So, also jetzt sind wir hier. Hast du den Ellen schon über die Wuppe gehen lassen oder? Der ist einfach hier losgeschossen. Mit einer Kanone. Okay. Der Fall steht halt hier auch schön senkrecht. Kann also, sich nochmal jemand... Warte mal, jetzt fangen wir anders. Also erstmal nehmen wir uns mal Kanonenkugeln, hast du gesagt. Ja, damit wir die schon mal haben. Genau. Und einen, da steht noch eine, ein Käfig oben auf Deck. Ich habe jetzt mal ein paar Kanonenkugeln genommen. Den auch mitnehmen, weil unsere Aufgabe ist ja immer noch Hühner zu fangen. So. Oder Schweinchen, Schweinchen. Ich habe jetzt einfach mal den einen hier weggenommen. Okay, so. Was, ein Käfig muss ich auch mitnehmen, hast du gesagt? Hab ich gerade in der Hand. Hast du mitgenommen? Okay, dann... Die Frage ist, wie schieße ich mich jetzt rüber? Eins habe ich gefunden. Ah, fuck, ist das auch das, was wir brauchen? Ja, also ein weißes. Wir brauchen ein weißes und ein schwarzes. Ah, ein weißes habe ich. Wie hast du das jetzt mit dem Teil gemacht? Du musst die Kiste in der Hand halten und dann zu dem Huhn und dann musst du die linke Maustaste halten. Im Moment. Ach, okay, ich muss so machen. Ah. Kann ich schießen? Ah, cool, ich setze mich direkt in die Kanonenkugel ein. So. Alter, ich bin grad. Ich bin auf der anderen Seite von der Map, geil. Von der Map oder von der Insel? Von der Insel. Oh, das sieht aber schön aus. Da hinten, ganz in der Entfernung, sehe ich das Schiff mit den Masten. Super schön. Haha, ich hab das Schwarte. Ah, sehr gut. Nice. Oh, ich hab den Höhleneingang gefunden. Höhleneingang. Ja, Hühnchen, ich weiß. Ganz ruhig mit dir. Wir schaffen das, glaub an dich. Unten in, unten könnt ihr auch eine Sniper zum Beispiel ausrüsten, ne? Oh. Ja, das ist natürlich... Oh, ich hab hier noch Kanonenkugeln gefunden. Und, Wo soll ich die Hühnchen hinpacken? Egal, mit X irgendwo ablassen. Ich hab meins... Ich glaube, in die Kapitänskajüte. Ich hab meins ganz unten hingepackt. Und jetzt muss ich mich schießen. Oh, das sieht ja schon... Dann nicht zu weit, sonst bist du... Ja, genau. Irgendwo da drüben. Autsch. Oh, das macht so viel Spaß. Das ist so cool. In die Kanone klettern. Lalalalalala. Oh, wer kommt da? Holy moly. Wo ist er denn? Ja. Das wüsste ich auch gerne. Aber hey. Ach, da ist ein Skelett sofort. Ich muss nur gucken, ja, wo der Tsunami herkommt. Droppen die Skelette auf was? Ah, ich hab den. Bist du gerade in die Höhle reingelaufen? Ja. Ah, okay, da war nämlich kein Spieler in der Name drüber. Komm, wir gehen mal zum Ellen. Ja, okay, wir stechen ihn ab und nehmen unser Schiff, hast du gesagt? Wir werden das gesagt. Lass uns mal ganz dezent zurückgehen. Warte mal. Wir suchen jetzt mal den Ellen hier. P. Okay. Oh, cool. So. Ich habe mal dafür gestimmt, den Cookie einzusperren. Spectre, wenn du das auch gerade machst. Sehe ich leider nicht. Escape und dann Crew. Was, und dann, was kommt? Alter, Schießpulver hier, was geht denn hier? Nimm den LP anwählen und dann. Ich kann dich nicht abknallen, Alter. Hast du ein Glück, Alter. Man kann nicht. Ist Friendly Fire scheint nicht an zu sein. Nein. Also ja, ist es nicht. Hast du das ausgestellt oder ist das generell so? Ich kann die Truhe gerade nicht ablegen, aber okay. Nee, das ist so. Ah, okay. Ich dachte jetzt. Oh, Bananen. Warum kann ich denn die Truhe nicht ablegen? Hä? Da wird der Floppy ja direkt steil gehen, ne? Wenn der da, wenn ja, der hier dabei wäre. Der könnt ihr das erste Mal im Leben sehen. Das ist auch was Besonderes. Ich geh mal zum Schiff zurück. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es hier noch mehr gibt. Wir könnten den Auftrag ablegen und dann was Neues machen. Ja, ich glaube, das ist eigentlich aber die beste Idee. Aber so kann man ja schon ein bisschen entdecken, oder? Ja, klar, sicher. Also ich habe beim Entdecken auch schon mal einen Schatz gefunden, der eigentlich gar nicht mein Auftrag war. Also wie kriege ich denn jetzt diese Kiste hier los? Ich habe diese explosive Kiste hier aufgenommen. Lass den Cookie draufschießen. Das wusste ich leider nicht.
Wo bist du denn? Vielleicht kann ich dir helfen. Nee, alles gut. Ich hab's immer abgestürzt. Oh. Ich hab's immer abgestürzt, sicher. Das haben der Kernel und ich ja mal gemacht, ne? Der Kernel hatte so eine Kiste und hat gesagt, hier, schieß doch mal drauf. Das habe ich gemacht. Ich habe natürlich drauf geschossen. Ja, und das ging gut. Typisch Kernel. Ich glaube, er hat's überlebt, obwohl er die Kiste gehalten hat. Er war halt stärker. Könnte man auch einen Hühnerstall aufnehmen? Okay. Kann man so ein Schweinchen auch töten? Du willst doch kein Schweinchen töten. Das, also. Hör mal. Boah, dieses Wasser sieht auch so geil aus. Sieht alles total schön aus. Ja. So, ist ein Bauschiff. Ah, da ist er, der. Okay, komm mal her. Na. Ich hab eine Rechnung offen mit dir. Was für eine Rechnung, geh weg. So, hier, da ist die Pistole. Komm mal her. Ich weiß, wo du bist. Verdient, Mann! Ich muss helfen! Was denn? Oh, Fähre der Verdammten? Herr Ellen, du hast ein schönes Jägerwurzel im Gejagten gerade verpasst. Ja. Okay. Er wollte auf die Kiste schießen und ich bin um die Ecke gelaufen zum Schiff, hab dann die Kiste hier hingelegt und hab mich einfach weggestellt und schon drauf gezielt und sehen, wie er da lang springt. Bam! Schön. Ja, sehr schön. Tja, was machst du jetzt? Jetzt bin ich hier auf dem Schiff der Toten und du? Ja, das kannst du uns jetzt sagen. Finde das heraus? Höchstwahrscheinlich musst du dem fliegenden Holländer irgendwas zustecken, wie Käse oder so. Läuft der Stream eigentlich flüssig, mal an die Zuschauer gerichtet? Es sollte, aber... Ich frag trotzdem lieber nochmal. So, wo ist denn unser Schiff? Oh, ich komm, so komm ich vielleicht wieder zurück. Eieieiei. Danke, der kam von tief unten. Hui. Yay, yeah, ich bin wieder da. Willkommen zurück. Na du kleines Schweinchen. Was musstest du machen? Na du? Das verrate ich dir doch nicht. Oh. Wenn du verreckst, kannst du gerade gucken, wie du da überlebst. Ups. Mhm, keine Sorge. Ich verrecke nicht. Nur du nochmal. Ja. Schau mal. Ja.